Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampfheimel. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute den neuen Provari P3 von ProVape USA vorstellen kann. Ich möchte nur ein kleines bisschen, keine Angst, ausholen. Provari, ihr kennt die vielleicht, das war der erste Provari. Und der ist vor fast 4 Jahren auf den Markt gekommen. Es war Ende Januar, Anfang Februar, ich weiß es nicht mehr genau, im Jahre 2011, als ProVape dieses Modell auf den Markt gebracht hat. Und das war der erste, überhaupt der erste regelbare Akkuträger, den es gab. Wir hatten vorher nur ausschließlich mechanische Akkuträger. Und ProVape ist mit diesem Gerät auf den Markt gekommen. Nun, das Gerät war damals für damalige Verhältnisse sehr, sehr teuer. Und in den Foren wurde hin und her diskutiert und alle haben gesagt, boah, das braucht doch keiner, was soll denn das? Elektronisch regelbar, wir haben ja unsere mechanischen, wir können uns den Widerstand mit dem Wickeln anpassen und, und. Tja, ich habe mir dann einen bestellt und ich habe ein bisschen gezittert, direkt in den USA bestellt und habe gedacht, ui, hoffentlich kommt das an und hoffentlich ist das wirklich auch was wert. Ja, und ich habe dann sehr schnell erkannt, dass das ziemlich sicher die Zukunft des Dampfens sein wird oder könnte. Und heute eben, fast 4 Jahre später, ich habe mittlerweile 2 von denen, beide aus dem ersten Batch. Und schaut sie euch an. Sie sehen beide aus wie neu. Es ist unglaublich. Und sie waren wirklich fast 4 Jahre täglich im Gebrauch bei mir. Ich habe die überansprucht, über allermaßen. Die sind mir unzählige Male zu Boden geknallt, zu Boden gedonnert. Die sehen aus wie neu und die gehen nicht kaputt. Und es ist genau diese Qualität, diese unglaublich tolle Qualität, die den Provari zu einem Mythos gemacht hat. Wirklich. Stellt euch vor, in diesem sehr schnelllebigen Markt, den wir haben, ich meine, wir bringen ein Gerät raus, ein halbes Jahr später ist das schon veraltet und es gibt viel bessere Geräte. Provari ist seit fast 4 Jahren auf dem Markt mit dem gleichen Gerät. Das ist schon unglaublich, das ist wirklich unglaublich. Und ja, es wurde immer gesagt, bah, Provari ist schon längst überholt, es gibt heute viel bessere Geräte, die viel mehr können. Aber der Provari war immer da, ist immer da geblieben und er hat sich verkauft wie geschnittenes Brot. Unglaubliche Story, wirklich eine tolle Story. So, aber jetzt genug der Nostalgie. Ich möchte euch den neuen Provari P3 zeigen. Und so sieht der aus. Das ist der neue Provari P3 von ProVape USA. Made in USA, alles in den USA hergestellt. Elektronik, Hardware, alles. Ich habe euch schon in einem Dampfpalaver den hier gezeigt. Das ist der Prototyp, war das, also so eine Beta-Version für die Tester. Und ihr seht jetzt vielleicht den Unterschied. Hier ist so eine Raute drauf. Das ist das Zeichen für die Beta-Version. Hier ist die nicht mehr. Aber sonst vom Design her hat sich fast nichts, ganz, ganz kleine Dinge haben sich geändert. So, und wenn wir jetzt vergleichen mit dem normalen Provari, wir sehen, der neue ist einen kleinen Tick länger. Aber es ist nicht viel. 3 mm vielleicht. Und was ihr auch sehen, dieses nach oben zulaufende hier, das haben wir hier nicht mehr. Also oben haben wir Flat Top. Das war damals natürlich nötig, weil man noch gar keine so breiten Verdampfer hatte, die man hätte aufschrauben können. Damals waren die Verdampfer alle sehr schmal. Und ja, das haben sie geändert. Das war sicherlich die richtige Sache. Gut, wir schauen uns den Provari von oben nach unten an. Nee, ich zeige euch erst, wie es dampft. Das wollt ihr sehen. Ich weiß es doch. Also, Flashy Vapor V3, 7 Watt. Nur 7 Watt bei 1,8 Ohm Widerstand. Einen Cloud-Chasing-Wettbewerb würde ich damit wahrscheinlich nicht gewinnen, aber für meine Verhältnisse reicht das allemal wunderbar. Sehr toll. So, also, wir nehmen den Verdampfer runter
und wir schauen von oben nach unten. Wir haben hier oben drauf die Top Gap. Die sieht jetzt natürlich anders aus als früher. Und zwar haben wir hier zwei interessante Sachen. Einerseits haben wir hier außen, das ist nur so ein Zierring, ein Cone. Den können wir runterdrehen, der sieht so aus. Und hier haben wir einen Anschlussadapter. Ich nehme den jetzt mal raus. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Die Münze habe ich gesucht. Die Münze. Man muss den mit einer Münze losschrauben. Ich zeige euch gleich noch warum. So, jetzt kann man diesen Adapter hier rausschrauben. Und so sieht er aus. Und so sieht es dann oben aus. Das ist sehr cool, weil wenn ihr irgendwann mit der Zeit vermurkst, man vielleicht so ein Gewinde. Beim alten hätte man die ganze Topcap auswechseln müssen. Hier könnt ihr nur diesen 510er Adapter auswechseln. Und es ist eben eine zweite Geschichte. Wir haben jetzt hier oben ein Hybridgewinde. Seht ihr? Hier ist auch ein Gewinde. Also es wird Geräte geben, die man direkt so auf den Provari quasi als Hybrid aufschrauben kann. Eines, das ich schon hier habe, ist zum Beispiel der neue Kaifun V4. Der verfügt nebst zwei anderen Anschlüssen auch über dieses Provari Hybrid-Gewinde. Und auch der, sagt es mir, der Aspire Nautilus wird mit Hybrid-Gewinde kommen für den Provari und auch ein Gerät vom ProTank. Also wir werden dieses Gewinde als Hybrid-Gewinde benutzen können. Ja, warum überhaupt? 510er Anschlüsse sind eigentlich so ein bisschen zu klein für unsere großen Geräte. Die können im Prinzip abbrechen. Und hier haben wir natürlich ein viel breiteres Gewinde. Und das ist ein viel sichereres Gewinde. Wir kennen Hybridgewinde natürlich seit jeher, zum Beispiel von Golden Grid. Golden Grid hat alle Geräte, fast alle Geräte mit Hybridanschlüssen ausgestattet. Auch zum Beispiel Swoemesto, Semova, Kaifun gab es immer diese Hybridgewinde. Und jetzt haben wir das eben auch von Provari. Eigentlich eine coole Sache. So, nun, was ist zu diesem Adapter zu sagen? Wir schrauben den jetzt wieder ein. Ihr seht, der sieht nicht ganz gleich aus. Hier haben wir längere Schlitze und hier haben wir kürzere. Und die kürzeren Schlitze, die gehören nach unten. Weil wir müssen diesen Adapter mit einer Münze oder einem Schraubendreher festziehen. Und da kann man ruhig so ein bisschen einen handfesten Druck geben. Weil wenn wir das nicht machen, dann besteht die Gefahr, das hat mich am Anfang sehr irritiert, dann besteht die Gefahr, dass wir, wenn wir den Verdampfer abschrauben, eben dieses Gewinde mit abschrauben oder diesen Adapter mit abschrauben. Das ist ein bisschen doof. Und deshalb wirklich mit einer Münze festziehen, dann passiert das nicht mehr. So, jetzt diesen Zierring wieder drauf. Den schraubt man dennoch ab und zu mal mit dem Verdampfer ab, aber das ist dann kein Problem. Der ist schnell wieder aufgeschraubt. So, dann hier der Taster. Der sieht aus wie ein Provari-Taster, oder? Und ich sage euch eins, das ist ein Provari-Taster. Das ist genau der gleiche Taster. Also so meines Empfindens nach wie hier beim alten. Also von der Haptik her, vom Druckpunkt her, genau das gleiche. Sehr angenehm dadurch. Der Provari-Taster hat keinen Klick, hat er nie gehabt, aber ich habe mich so daran gewöhnt, also mich stört das nicht. Er funktioniert ausgezeichnet und einwandfrei. Dann haben wir hinten, wie früher schon, das Display. Aber wir haben jetzt, zeige ich es euch richtig, ja, wir haben jetzt ein OLED-Display. Ich komme noch darauf. Dann haben wir hier steht Provari. Und wir haben hier das Logo PE3 und auch hinten, das ist nicht irgendwie aufgelasert, sondern das ist richtig tief graviert hier. Wir haben so Designelemente. Wir haben hier zwei Hülsen, schauen wir uns gleich an, und unten den Akkudeckel. Gut, wir fangen mal unten an. Ich nehme den Akkudeckel weg und den Akku raus. Normalerweise fällt er mir auf die Tastatur. So, und der sieht so aus. Wir haben hier eine Feder, eine deutlich größere Feder mit gutem Hub. Also das heißt, wir können alle möglichen Akkus einlegen, ob mit Nubbel oder ohne. Diese Feder macht den Ausgleich, den es benötigt. Und
wir haben wieder das Ausgasungsloch, wie wir das auch schon kennen. Nun haben wir hier zwei Hülsen, seht ihr das, oder? Hier und hier. Da möchte ich euch übrigens darauf hinweisen, guckt mal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Seht ihr, dass ich hier einen Farbunterschied habe? Diese Hülse hier, die hat einen ganz leichten anderen Farbton. Und ja, das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich weiß, dass das eine Sache ist, auf die Provari sehr, sehr großen Wert legt. Es gibt ja ein Video von Phil Busaldo, als er die Fabrik besuchen konnte. Und da hat man eben gesehen, dass die genau auf solche Details sehr, sehr großen Wert legen. Nun, mich stört es jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht deswegen reklamieren. Aber wenn es jemand stört, oder ja, ist vielleicht wirklich ein Einzelfall, könnte ich mir vorstellen. Gut, also wir nehmen jetzt mal beide Hülsen weg, weil so kommen wir in den 18350er Modus, wenn wir jetzt hier unten die Endkappe draufschrauben. So. Das ist der 18350er Modus. Verschwindet in der Hand. Ist wirklich sehr handlich, sehr niedlich. Dann schrauben wir die eine Hülse auf. Nehmen die jetzt auseinander. Die Gewinde wie immer. Es ist die Qualität. Müssen wir gar nicht ansprechen, muss man nicht diskutieren, wirklich nicht. Es ist einfach, es ist, wie wir es kennen, es ist erste Sahne, wirklich. So, das ist eine Hülse und wenn wir jetzt den Akkudeckel draufschrauben, dann sind wir im 18500er Modus. So sieht er aus. Passt jetzt, ich habe eine große Hand, passt fast rein, aber ist auch, ist natürlich handlich. Und dann der 18650er mit beiden Zusatzhülsen drauf. Ja, so wie ich es am liebsten verwende. Für mich sind 18650er Akkus halt schon die wahren Dampfakkus. Gut, Deckel wieder drauf hier. So, das ist die Hardware. Und eben, die Qualität ist ja, wie erwartet. Man erwartet nichts anderes von ProVape und das bekommt man. Er hat auch ein richtiges Gewicht, also da ist schon Material dran. Das ist nicht so ein Blechrohr, wie man es manchmal aus dem Osten kriegt. Also das ist wirklich, das ist tolle Ware, muss ich ganz klar sagen. Gut, wir kommen, nee, wir kommen noch nicht zum Menü. Ich möchte euch noch etwas sagen über Sicherheit und ProVape. ProVape ist eine Firma, die sehr, sehr hohen Wert auf Sicherheit legt. Das sieht man schon nur an der Leistung, die er hat. Wir haben, jetzt habe ich mich hier verstellt, da, er kann von 2,9 bis 6 Volt und er kann von 3 bis 20 Watt. Also, ProVape geht nicht über diese 20 Watt hinaus. Sie könnten es, ich weiß es, dass sie es könnten, aber sie tun es nicht. ProVape sagt, das ist der sicherste Akkuträger, den es auf der Welt gibt. Irgendwie, ich beschäftige mich jetzt schon ja, einen Monat, nee länger, eineinhalb Monate mit diesem Gerät. Und irgendwie glaube ich Ihnen das. Also es ist schon erstaunlich, was dieser Akkuträger für Sicherheitsfunktionen eingebaut hat. Natürlich die bekannten gängigen, die wir kennen. Also Akku verkehrt einlegen, checkt er, feuert er nicht, passiert nichts. Dann haben wir natürlich den Kurzschlussschutz. Es ist eine Temperaturmessung eingebaut, also er merkt, wenn er zu warm wird. Aber er hat eben auch ein Akkumanagement. Und zwar misst er jetzt nicht nur die Spannung des Akkus, sondern er misst mehr. Er misst auch den Innenwiderstand des Akkus. Falls euch das nicht sagt, der Innenwiderstand ist eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil des Akkus. Ein sehr guter Akku, der hat nur einen ganz geringen Innenwiderstand. Ein schlechter Akku hat einen hohen Innenwiderstand. So, und aufgrund dieser Messung kann der Provari feststellen, habe ich es mit einem schlechten oder mit einem guten Akku zu tun. Und da regelt er dann eben auch die Leistung. Oder er sagt dann beim schlechten Akku irgendwann so, jetzt ist Schluss, mehr nehme ich nicht aus dir, du Akku, hier raus, weil du kannst nicht mehr, geht nicht. Und das ist schon interessant. Und er misst auch nicht nur den Innenwiderstand, er misst auch sonst den Zustand des Gerätes, also die Konnektivität. Also wenn ich zum Beispiel das Akkurohr hier so ein bisschen auf habe, dann merkt das der Provari. Er sagt, irgendwo geht Strom verloren. Also guck mal. Also es ist
grundsätzlich das, was man mit dem Modewort Volt Drop bezeichnet. Also wenn irgendwo Spannung verloren geht oder Leistung verloren geht, der Provider kann nicht sagen, wo das verloren geht, aber er kann sagen, es geht verloren, schau mal nach deinem Gerät, irgendetwas musst du machen. Und das ist schon interessant, das haben wir so noch nicht gesehen. Und wir sehen das nachher auch noch in praktischen Beispielen, wie sich das wo auswirkt. Und ja, interessant, spannend, finde ich gut. Und eben, ihr wisst, ihr kennt meine Einstellung. Ich bin immer sehr froh, wenn eine Firma den Endkunden schützt. Also wenn es wirklich Geräte gibt, die einfach völlig idiotensicher sind, wo auch der dümmste Endkunde nichts falsch machen kann. Und hier mit dem Provari haben wir so ein Gerät. Gut, wir schauen uns kurz, ich möchte euch zeigen, dieser Taster, ich habe ihn jetzt auf weiß eingestellt. Ich kann euch mal zeigen, der kann in 7 verschiedenen Farben leuchten. Wenn wir den Akku hier unterbrechen, ich schraube übrigens immer hier oben auf, um den Akku zu wechseln, nicht unten an der Kappe, weil es hier irgendwie praktischer geht. Ja. Wenn wir jetzt wieder verbinden, werdet ihr die Farben sehen. Seht ihr? Ja, 7 verschiedene Farben. Ich zeige noch, man kann die einzeln einstellen. Man kann einstellen, was man für eine Farbe will, oder man kann sich eine Lichtshow einstellen. Sehen wir alles. So, dann schauen wir uns das Display an. Ich schaue, dass ihr das sehen könnt. So, das ist ein Kombi-Display. Und zwar seht ihr oben, ich habe 7 Watt eingestellt. Unten seht ihr die Volt, das sind 3,5, glaube ich. Und daneben, so hier, seht ihr den Widerstand. Da ist jetzt natürlich keiner drauf. Ich schraube jetzt den Verdampfer auf, dann sehen wir das viel besser. So. Also, nochmal. Zack, Zoom Baby. 7 Watt, 3,5 Volt und 1,8 Ohm. Wenn ich jetzt wieder draufklicke, zeigt er mir einen anderen Bildschirm. Und hier zeigt er mir jetzt, wie viel Akkukapazität in Prozent ich noch habe. Also 99, der ist jetzt ganz voll. Und da drüben sagt er 1B. Ne? Das heißt ein Boost. Das ist eine Einstellung, zu der kommen wir noch, zeige ich euch, was das heißt. Etwas anderes, was ich euch auch zeigen möchte. Wir nehmen jetzt den Akku nochmal raus. Ist wie ein Sonicolion, ist natürlich übertrieben, braucht keinen Sonicolion in diesem Gerät. Da könnt ihr irgendeinen IMR-Akku verwenden. Und wie gesagt, wir haben ja ein Akkumanagement, also der Provari erkennt selber, ob das ein guter oder ein schlechter Akku ist und verhält sich dann entsprechend. So, jetzt haben wir den wieder eingelegt. Ja, jetzt wollte ich euch noch das ProVape-Logo zeigen. Also nochmal, Akku raus. Wenn wir einlegen, kommt das ProVape-Logo. Seht ihr? So. Verkehrt gehalten natürlich auch noch. So, Kombi-Bildschirm. Und jetzt, wenn ich jetzt auf Akku gehe, zeigt er 2 Fragezeichen bei den Akkuprozenten. Weil wir müssen erst 1, 2, 3 Züge machen. Weil er kann zwar jetzt die Spannung des Akkus messen, das reicht ihm aber nicht. Er möchte eben mehr wissen über den Akku. So, und jetzt sagt er okay, jetzt habe ich das alles erkannt und er ist bei 99%. Weil eben diese Prozentangabe gibt nicht nur die reine Akkuspannung aus, sondern auch die ganzen Umstände. Also wenn es jetzt ein schlechter Akku wäre, dann wäre er vielleicht schon auf 80% oder auf 85%, irgendwie so. Also es werden immer die ganzen Umstände gemessen. Nun, also das ist dieser Kombi-Bildschirm und der ist cool. Weil ihr seht wirklich auf einen Blick alle Informationen, die ihr braucht. Und man kann es auch ohne Brille lesen, sogar ich. Da staunt ihr, ja? Gut. Wenn wir jetzt ins Menü gehen, ich möchte euch das Menü ausführlich zeigen. Es ist ein völlig neues Menü. Es ist ein Menü, wie wir es noch nie gesehen haben. Wir haben eine Eintasterbedienung. Und ihr wisst, es ist nicht einfach ein Menü mit umfangreichen Funktionen, die wir hier haben, mit einem Taster zu bedienen. ProVape hat hier einen neuen Ansatz gewählt, und der eigentlich interessant ist. Aber deshalb möchte ich euch dieses wirklich ausführlich zeigen.
damit ihr das Gerät nachher bedienen könnt. Vieles ist intuitiv. Vieles werdet ihr selber merken. Ich habe absichtlich die Gebrauchsanleitung nicht durchgelesen und mich einfach so durchs Menü geklickt und habe sehr schnell gemerkt, worum es geht und was man wo einstellt. Aber ich möchte es euch dennoch zeigen, damit ihr nachher Bescheid wisst. Es gibt übrigens eine Gebrauchsanleitung auf diesem USB-Stick. Das ist ein USB-Stick, seht ihr hier. Und die deutsche Gebrauchsanleitung hat 32 Seiten. Boah! Ja, die ist sehr, sehr ausführlich. Aber eben, der größte Teil ist die Menüführung, die wir uns jetzt wirklich im Detail anschauen. Um ins Menü zu gelangen, klicken wir viermal auf den Feuertaster. Das ist neu, beim alten waren es fünfmal. Also, 1, 2, 3, 4. Und jetzt seht ihr, scrollt hier oben, scrollen einzelne Punkte durch, die man dann auswählen kann, und über diese Punkte gelangt man dann in weitere Untermenüs, in denen man sich Sachen einstellen kann. Das ist ungewohnt, das haben wir so noch nicht gesehen. Und eben, ja, das möchte ich euch zeigen. Ich werde diesen Teil, der jetzt kommt mit der Gebrauchsanleitung, werde ich auch noch als separates Video einstellen, damit wer nur eine Funktion nachschauen will, dass der nicht das ganze Video gucken muss. Und ich werde euch unten in der Box, wenn ihr auf YouTube guckt, unter dem Video, habt ihr eine Liste mit Shortlinks. Also ich mache so Verlinkungen mit Titeln, also zum Beispiel LED-Farbe wechseln mit einer Zeit dahinter. Da könnt ihr direkt zu diesem Punkt springen, damit ihr nicht immer das ganze Video angucken müsst. Also, aber ich habe versucht, dieses Display aufzunehmen mit der Videokamera. Ich habe mir da eine Installation gebastelt. Es geht, es wackelt so ein bisschen manchmal oder es zittert, wenn man den Feuertaster drückt. Aber ich glaube, man kann sehr gut erkennen, worum es geht. So, also, wir schalten mal zu viel nach hinten an den Schreibtisch und er soll uns das Grundmenü zeigen. Wir sind also hier jetzt im Kombi-Menü und ich klicke viermal, um ins eigentliche Menü zu gelangen. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt läuft es durch. Power up, also Leistung hoch, Leistung runter. On, off, ein- oder ausschalten. Recall, das ist eine Memory-Funktion. Set sind die Grundeinstellungen. Und Exit, um wieder aus dem Menü rauszukommen. Wir gucken nochmal. Leistung hoch. Leistung runter, on, also ein- oder ausschalten, recall ist die Memory-Funktion, set die Grundeinstellungen und exit. Und ihr seht, wenn das Menü zweimal durchgelaufen ist, dann schaltet es sich aus. Und das ist immer so, das ist eigentlich sehr angenehm. Also ihr könnt immer, wenn ihr beim ersten Mal das Klicken verpasst, könnt ihr das Menü noch ein zweites Mal durchlaufen lassen. So, also das war das Grundmenü. Und das war diese Geschwindigkeit, diese Scrollgeschwindigkeit, die kann man einstellen. Ich zeige euch das natürlich auch noch. Ihr könnt es jetzt bei mir, bei meinem sehen, meiner scrollt deutlich schneller. Aber ich habe natürlich, um euch das zu zeigen, auf die langsamste Geschwindigkeit geschaltet und die ist wirklich sehr langsam. Aber vielleicht zum Lernen, um mal in das Menü zu kommen, ist das gar nicht schlecht. So, wir schauen uns jetzt die einzelnen Funktionen an und die erste ist natürlich Leistung hoch. So, und jetzt schauen wir, wie wir uns die Leistung verstellen können. Also viermal klicken, 1, 2, 3, 4, so, und Leistung hoch. Jetzt sind wir bei Watt, wie wir hier sehen. Jetzt schaltet es gleich auf Volt um, werdet ihr sehen. Also jetzt kann ich hier auf Volt gehen und jetzt kann ich das verändern. Mit jedem Klick geht es um 0,1 Volt rauf. So, ich kann hier auch scrollen, das wird dann schneller. Seht ihr hier? Bei 6 geht es wieder runter und so weiter. Und jetzt zeige ich euch etwas ganz Schönes. Ich möchte jetzt hier, sagen wir mal, ich möchte auf 3,7 Volt gehen. So, jetzt schaltet es runter. Nehmen wir an, wir wären hier gelandet. Jetzt guckt mal den Pfeil unten rechts. Der wird jetzt gleich umdrehen. So, und jetzt kann ich wieder zurück auf 3,7. Das ist eine sehr coole Funktion. Wir warten noch einmal. Der Pfeil wird sich gleich umkehren und ich kann dann wieder hochgehen. Zack. Jetzt kann ich wieder hoch, bis ich bei meinen 3,7 bin.
und der Pfeil wird sich wieder umkehren und ich kann wieder runter. Also das ist eine sehr coole Funktion. Ich muss nicht komplett raus aus dem Menü und wieder neu rein und dann wieder in den Leistungsrunterregelbereich und so weiter, sondern man kann das alles in diesem Menü tun, wenn man sich verklickt hat, also eins zu hoch oder eins zu weit runtergelaufen ist. Das ist doch wirklich mal eine coole Funktion. Das hätte man sich schon unzählige Male gewünscht. Das ist jedem, der einen elektronischen Akkuträger hat, schon x-mal passiert, dass man sich verdrückt und eben zu viel oder zu wenig Leistung anklickt. Und dann muss man raus, wieder rein, bla bla bla. Cool. Und die gleiche Funktion haben wir wieder, wenn wir in den Leistungsrunter-Modus gehen. Und das schauen wir uns jetzt an mit der Watt-Einstellung. Gut, wir schauen uns das Leistungs-Gegen-Runter-Display an. 1, 2, 3, ja, jetzt. So, Leistung runter. Jetzt gehen wir auf Watt. So, und jetzt können wir wieder scrollen. Jetzt seht ihr hier in der Geschwindigkeit 3, da wird das deutlich schneller. Jetzt waren wir auf 20, er geht wieder runter. Wir gehen jetzt wieder bis 7 Watt runter. Und natürlich werden wir auch hier wieder überschießen, ob man will oder nicht. 8, 7, ob 6,6. Warten, bis der Pfeil sich dreht, nach oben. So, und jetzt können wir auf die 7 Watt. Also sehr simpel, sehr gut gemacht. Soweit so einfach. Die nächste Funktion ist On-Off, also Ein- oder Ausschalten des Gerätes. Zurück zu Phil. Also das Display, um aus- und einzuschalten. Leistung rauf, Leistung runter, Off selected. So, und jetzt ist der Akkuträger aus. Wenn ich drücke, sagt er Off selected. Also ich kann nicht mehr feuern. Da geht nichts mehr, weil er ausgeschaltet ist. Wenn wir wieder einschalten wollen, dann machen wir genau das gleiche. Wieder viermal auf den Feuerknopf. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen wir ins Menü. Leistung rauf, runter. On selected. Und jetzt ist der Akkuträger wieder eingeschaltet. Sehen wir hier. Jetzt können wir wieder dampfen. Simpel, einfach, effizient. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt schauen wir uns das Set-Menü an, also die Grundeinstellungen. Und ihr werdet sehen, da gibt es dann Untermenüs, 4, glaube ich, an der Zahl. Und immer in den Untermenüs hat man zwei coole Funktionen. Einerseits der Pfeil zurück, mit dem man in die nächsthöhere Ebene wiederkommt, oder das Exit, mit dem man komplett aus der Programmierung rauskommt. Tönt jetzt sehr trocken, sehr kompliziert, aber ihr werdet es gleich sehen, ist wirklich simpel zu bedienen und ja, eigentlich cool gemacht. Also, los geht's mit den Set-Einstellungen. So, 1, 2, 3, 4 fürs Menü. Ich habe jetzt wieder eine langsamere Einstellung. Leistung rauf, Leistung runter, on, off. Recall schauen wir noch. Set. So, und hier haben wir Save, gucken wir noch. Display, LED, Boost. Der Pfeil zurück auf die nächsthöhere Ebene und Exit aus dem Menü. Wir fangen beim zweiten Punkt an, Display. So, hier haben wir Speed, Brightness, also Helligkeit, Links-Rechtshänder, Zeit, wie lange das Display stehen bleibt, Pfeil zurück und Exit. Und wir fangen an beim Speed. So, ihr seht, ich bin jetzt beim Speed 2. Wenn ich auf 3 gehe, da waren wir vorher schon, dann geht es schon einiges schneller. Wenn ich auf die 4 gehe, dann geht es noch schneller. Jetzt fliege ich allerdings aus dem Display raus, weil wenn es zweimal durchgescrollt ist, dann kommt man wieder zurück. 1, 2, 3, 4. Das geht jetzt schnell. Set, Display, Speed. So, und jetzt guckt mal, bei 5 geht es noch viel schneller. Zack, 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 zack. Also das ist dann wirklich schnell. Oh, hoffentlich komme ich da jetzt wieder rein. 1, 2, 3, 4. Ich bin ja ein alter Mann. Set. Nochmal Speed. So. Jetzt lassen wir es durchlaufen und wir stellen auf die 2. Die ist schön angenehm, auch für mein Semester. Das passt doch, oder? So, jetzt gehen wir auf den Pfeil zurück. Und jetzt schauen wir uns die Brightness an, also die Helligkeit. Ich bin jetzt auf der 2 und ihr seht jetzt, die 3 wird schon einiges heller, die 4 wird noch heller und die 5 ist die hellste Einstellung. Und die ist sehr, sehr, wirklich sehr hell. Das ist die 1
Das ist die 2. Ich weiß jetzt nicht, wie man es hier in der Kamera sieht, aber die 5 ist schon wirklich sehr hell. Aber das auch sicherlich eine gute Funktion, wo sich jeder das einstellen kann, was ihm am besten gefällt. Wir gucken nochmal weiter. 1, 2, 3, 4. Wir gehen wieder. Power up, power down vorbei. On, off vorbei. Recall vorbei. Wir gehen in Set. Wir gehen hier auf Display. Wir haben schon gesehen den Speed, die Helligkeit, Links-Rechtshänder zeige ich euch nicht, aber Time. So, und wir können hier, ihr seht unten links ist 20 Sekunden eingestellt, wir können da hier einstellen, was wir wollen. Das ist, wie lange das Display stehen bleibt, wenn man nichts mehr betätigt. Also, da könnte ich jetzt 5 oder 10, ich lasse es jetzt auf 20. So, Pfeil zurück auf die nächsthöhere Ebene. Ich habe euch gesagt, links, rechts zeige ich euch nicht hier diese Einstellung. Das kehrt einfach das Display um. Also dann eben für Links- oder Rechtshänder geeignet. Eigentlich eine sehr, sehr coole Funktion, wie ich finde. Ja, ist doch toll. So, dann haben wir hier in diesem Untermenü, glaube ich, alles gesehen. Und wir können noch eins weitergehen. Und zwar gehen wir eins weiter zu LED, also eben zu dieser Tasterbeleuchtung. Wir können die aus- oder einschalten. Ja, guckt mal. So, dann gehen wir wieder ins Menü vom Kombi-Bildschirm aus 1, 2, 3, 4. Wir schauen uns die nächste Funktion an, nämlich LED. Also On, Off vorbei, Recall vorbei. Wir gehen auf Set. Save lassen wir aus. Display haben wir angeschaut. Jetzt gehen wir auf LED. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten. On, Off, also ganz ausschalten. C für Color, der Pfeil zurück oder Exit. Wir können ja jetzt mal auf On gehen. Jetzt ist einfach Off selected. Jetzt leuchtet der Taster gar nicht mehr. Das ist vielleicht eine Funktion, die viele mögen. 1, 2, 3, 4. Für gewisse Momente habe ich auch so, muss es nicht unbedingt leuchten oder blinken oder irgendwie sowas. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück auf Set, auf LED, wir schalten jetzt wieder ein, On Selected, fliege ich jetzt wieder raus. Ja, da hätte man eigentlich drin bleiben können, oder? Dass das Menü dann weiterläuft. Naja, kleiner Nachteil, aber das ist ja eine Funktion, die man jetzt auch nicht so häufig braucht. Also, Save, Display, LED. Und jetzt gehen wir auf Color. So, und hier kann ich mir jetzt die Farbe einstellen. Red, Green, B, keine Ahnung. A ist, glaube ich, Aqua, Yellow, Purple, White oder Multicolor. Das zeigt euch der Phil oben in der Gesamtansicht. Also nochmal Red, Green, B ist natürlich Blue, A ist Aqua, so Türkis irgendwie, Yellow, P und White. Jetzt habe ich P, also Purple ausgewählt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Der Phil zeigt es euch nachher. Also da könnt ihr euch so die gesamte Lichtshow einstellen, wie ihr das halt haben möchtet. Gut, wir schauen weiter, was es noch gibt. Das sind alle Funktionen bei LED. Jetzt habe ich noch Set verpasst. Das ist ja mal. Und in der Geschwindigkeit 2 geht das wirklich nicht so schnell hier. Aber wir haben ja Zeit, wir haben ja keinen Stress. So, Save, Display, LED, Boost. Boost ist eine interessante Option. Ich habe jetzt einen Boost, ihr seht es unten links, man kann 2, 3, 4 oder 5 Boost einstellen. Wieder der Pfeil zurück, den gehen wir jetzt. Obwohl, der Phil soll euch jetzt kurz oben am Schreibtisch erklären, was die Boost-Funktion genau ist. Ja, dafür ist er ja da, soll er den Job machen. Ich glaube, ich werde so langsam ein bisschen schizophren hier. Also Phil hinten am Schreibtisch, Phil hier am Schreibtisch. Naja, gut. Also, die Boost-Funktion, die ist wirklich interessant. Wir kennen das bereits von anderen Geräten, bei denen man den Zug programmieren kann. Zum Beispiel von der EVIC oder der EVIC Supreme, aber auch von der Chanti Mid One und von, was war das letzte Gerät, das ich hatte? Von Smog,
Die Back Pro, die kann das auch. Und zwar wird mit dem Boost wird eine gewisse Zeit lang eine höhere Leistung abgegeben, wenn man den Feuerknopf drückt. Also im ersten Moment, wenn man feuert, kommt mehr Leistung. Und zwar ungefähr 25% oder 30% mehr Leistung. Und das dient dazu, dass man den Wendel aufheizt. Weil der braucht ja, der hat eine gewisse Latenz, also der braucht einen Moment, bis er seine Wärme erreicht hat, dass er das Liquid verdampfen kann. Mit dieser Boost-Funktion kann man das eben beschleunigen. Nun, Boost 1 bis 5, ihr habt gesehen, ich habe die 1 eingestellt. Bei der 2 kommt jetzt kein höherer Boost, sondern ein längerer. Und bei der 3, 4, 5 ebenfalls. Also man verlängert die Dauer des Boostes, nicht die Leistung. Ich glaube, es ist der Boost 1 ist 0,25 oder eine Viertelsekunde, irgendwie sowas. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und einfach je länger, je mehr Boost, also Boost 5, gibt dann einfach ein bisschen länger diese höhere Spannung ab als Boost 1. Also wirklich irgendwie eine coole Funktion. Ja, wir schauen mal weiter. Aber bevor wir weiterschauen, möchte ich euch noch etwas zur nächsten Funktion erklären. Wir haben hier eine Memory-Funktion. Ich habe euch schon gesagt, das ist diese Recall und Save-Position, die wir schon im Menü gesehen haben. Wir können nämlich alle Einstellungen, die wir vornehmen jetzt, mit Farbe, mit Watt, Volt, mit Boost, alles was wir einstellen, können wir speichern. Wir haben 5 Speichermöglichkeiten. Also ihr könnt für jeden Verdampfer, den ihr quasi habt, könnt ihr ein eigenes Profil erstellen und das dann abspeichern. Und natürlich auch wieder abrufen, wenn ihr diesen Verdampfer draufschraubt. Machen wir ein Beispiel, ich habe es mir aufgeschrieben. Machen wir ein Weihnachtsbeispiel, das ist doch schön. Also ich möchte an Weihnachten die gelbe LED haben, damit das so ein bisschen zu den Kerzen am Baum passt, oder? Dann möchte ich aber gleichzeitig, dass die Helligkeit des Displays nur sehr minim ist. Man möchte ja die Kerzen nicht stören. Also ich möchte hier eine Helligkeit von nur 1 haben. Und ich möchte, weil Weihnachten ist, darf man ja ein bisschen übertreiben. Ich möchte also schon, obwohl ich normalerweise bei 7 bis 8 Watt bin, jetzt haue ich mal rein und sage, ich will 8 Watt zu Weihnachten. So, und das stellen wir uns jetzt ein und wir speichern diese Einstellungen ab. Das ist die Recall oder die Save und die Recall Funktion. So, also ich habe die Befehle vom Schreibtisch gehört. Er will 10 Watt erstmal. Das machen wir als erstes. Wir gehen ins Menü von diesem Kombi-Bildschirm aus. 1, 2, 3, 4. Power Up. Watt. Und jetzt scrollen wir, ja, jetzt müssen wir rausscrollen. Wir hätten auch in Watt Down gehen können. Aber geht ja schnell hier. Ich habe hier die Scrolling-Geschwindigkeit 3 eingestellt, damit das so ein bisschen schneller geht. Jetzt gehen wir auf diese 10, die gefordert sind. So, jetzt haben wir überschossen. Wir warten, bis der Pfeil dreht. Jetzt und können auf diese 10 warten. So, wir warten, bis das eingeloggt ist. Das ist jetzt schon mal gut. So, jetzt hat er gesagt, er will LED Licht gelb, damit es zu den Kerzen passt. Also 1, 2, 3, 4. Wir gehen ins Set-Menü und da gehen wir ins LED-Menü hier und jetzt sagen wir Color und jetzt warten wir, bis Y für Yellow kommt. Oh, jetzt habe ich es verpasst, also lassen wir es noch einmal durchscrollen. So, jetzt haben wir das Yellow eingeloggt und das ist jetzt so. So, und dann hat er, was hat er noch gesagt? Ah, er will die Helligkeit nur auf 1 haben, die Bildschirmhelligkeit. Also 1, 2, 3, 4. Hätte man jetzt gemeinsam machen können mit dem Pfeil zurück, aber machen wir so. Jetzt habe ich das Display verpasst, kann man abwarten, es kommt ja nochmal so. Brightness habe ich auch verpasst. Warten wir noch einmal ab. Das kommt ja nochmal. Hier ist es. So, und jetzt gehen wir auf die 1 runter. 5, zurück, Exit. Jetzt kommt die 1. So, das haben wir also auch eingestellt. So, und jetzt können wir diese Einstellung eben speichern. 1, 2, 3, 4.
Wir gehen ins Menü. Wir gehen ins Set. Wir sagen Save. Und wir nehmen das jetzt einfach auf die Position 1. Ich möchte, das war jetzt ein Schnellschuss. Ich möchte es euch nochmal zeigen. Set. Save. So, 1, 2, 3, 4, 5. Also ihr könnt hier auf 5 verschiedenen Positionen könnt ihr irgendetwas speichern. Wir erinnern uns, wir haben es jetzt auf der 1 gespeichert. Ja, aber ich habe hier immer noch irgendwie völlig andere Funktionen drauf, als jetzt hier hinten am Schreibtisch gespeichert wurde. Also wie holen wir uns diese Einstellung, meine Weihnachtseinstellung, aufs Gerät? Und das klingt jetzt wie in einer Castingshow. Das heißt nämlich Recall. Gut, der Phil oben am Schreibtisch will einen Recall, also er will die Einstellung Nummer 1 auf sein Gerät bringen. Machen wir doch für ihn. 1, 2, 3, 4. Leistung hoch, aus, einschalten, Recall. Und jetzt haben wir hier eben diese 5 Memory-Funktionen, diese 5 voreingestellten. Wir wählen die 1. So, One Selected. Und jetzt gucken wir mal, was er da oben draus macht. So, und jetzt habe ich diese Funktion eben wieder hier auf meinem Provari. Ihr seht, ich habe jetzt die gelbe LED. Ihr seht auch, ich habe, zeige ich es euch richtig? Ja, ich habe diese 10 Watt und ich habe den die Brightness, also die Bildschirmhelle Nummer 1. Also das ist eine coole Funktion, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe mir jetzt schon einige Profile so gespeichert. Ist eigentlich ganz angenehm, finde ich gut, dass man die Möglichkeit hat. Nun, ein paar Gedanken zu dieser Menüführung. Man merkt, ProVape hat sich sehr viele Gedanken gemacht über diese Menüführung. Weil das ist ein Punkt, der oft kritisiert worden ist am ProVari, am alten und generell an Ein-Taster-Bediengeräte. Wenn man nur einen Taster hat, dann gibt das in der Regel, um diese umfangreichen Menüs zu bedienen, eine Klickorgie. Und da hat sich ProVape wirklich Gedanken gemacht, wie können wir die Klickzahl reduzieren. Und das hat zu diesem Menü geführt. Nun, für uns ist dieses Menü ungewohnt, weil es quasi ein semi-aktives Menü ist. Also wir sind uns gewohnt, dass wir ein sehr passives Menü haben. Nämlich wir sind aktiv, wir klicken und wir bestimmen, was passiert. Hier haben wir ein semi-aktives Display, das eben von sich aus schon Aktion ausführt, indem es diese Punkte durchscrollen lässt. Und wir müssen dann nur auswählen die Punkte, die wir anwählen wollen. Eben, wie gesagt, das ist ungewohnt. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Ich bewege mich heute in diesem Menü wirklich intuitiv auf der Geschwindigkeit 3. Ihr habt es gesehen, vorher in den Detailaufnahmen. Ich kann mich auch in der Geschwindigkeit 5 orientieren und zurechtfinden, obwohl das ist mir persönlich auch zu schnell. Aber also man kommt da schon zurecht und es funktioniert wirklich gut. Gerade mit diesem Pfeil, mit dem man auf die nächste Ebene zurück kann, funktioniert gut. Und es ist eben auch so, dass halt viele Einstellungen, die braucht man gar nicht. Was brauchen wir denn im täglichen Gebrauch? Wir brauchen Leistung hoch, Leistung runter, ein- und ausschalten. Alles andere sind Spielereien, die man sich mal einstellt, wenn man ein bisschen Zeit hat, sagt man so, ich setze mich jetzt mal hin, ich mache mir jetzt mal Farben aufs Display und was weiß ich was alles. Aber das sind Funktionen, die man nicht alle Tage bedient. Es ist wie beim Dani Xtreem zum Beispiel, die Zusatzfunktionen in diesem versteckten Menü, die stellt man sich einmal ein und gut ist. Und das ist auch hier so. Also Leistung hoch, Leistung runter, ein- ausschalten, viel mehr braucht man tatsächlich nicht. So, eine Funktion, die ich euch noch nicht gezeigt habe, das ist der IQ, der IQ. Und das ist nicht etwa der Intelligenzquotient, sondern die Input Quality. Und das zeige ich euch jetzt noch kurz. Ich habe noch was vergessen zum Menü, das sage ich euch aber nachher. So, wenn wir in Power Up oder Down gehen, dann wird er jetzt irgendwann dann den IQ sagen. Ihr seht, er gibt jetzt alles an, was er weiß. Ohm,
So, jetzt habt ihr es gesehen, aber ich nicht. Er hat einen IQ von, sorry, ich muss nochmal durchscrollen lassen. So, jetzt 10 Watt, 4,2 Volt, 99% Batterie, 1,79 Ohm und 95 IQ Grade. Na, schon wieder weg. So, der IQ, der Input, die Input Quality. Da misst der Provari ganz verschiedene Dinge. Ich habe es euch schon gesagt, zum Beispiel den Akku-Innenwiderstand, die Konnektivität. Also wenn ich hier auseinanderschraube, dann wird er das merken. Er merkt, dass irgendwo ein Widerstand, wo der Strom nicht mehr ungehindert durch kann. Er misst die Akkuqualität und das ergibt diesen IQ, also diesen Intelligenzquotient, respektive diese Input-Quality. Naja, das ist eine Spielerei. Es soll quasi den Zustand, den Gesundheitszustand des Akkus anzeigen, oder des Akkuträgers besser gesagt anzeigen, weil eben, es ist ja nicht nur der Akku, es spielt alles eine Rolle. Auch die Feder hier unten drin, die kann eine Rolle spielen. Die Pole des Akkus, wenn die irgendwie beschlagen sind, sollte man die mal reinigen. Bei mir hat zum Beispiel viel genützt, dass ich die Gewinde hier, alle diese Gewinde geputzt habe. Das hat den IQ schon deutlich heraufgesetzt. Es ist eine Spielerei, es funktioniert auch nicht immer nur zuverlässig. Ich habe da schon gewisse Sprünge drin gehabt. Aber es ist eine interessante Funktion. Ich beobachte sie immer so ein bisschen. Ich nehme sie nicht allzu ernst, aber ich beobachte sie immer so ein bisschen. So, was ich euch noch zum Menü sagen wollte. Es ist für uns vielleicht ein bisschen erschwerend, dass das gesamte Menü in Englisch ist. Ich habe gesagt, wir haben eine Gebrauchsanleitung in Deutsch, aber das Menü selber ist in Englisch. Gut, ich spreche Englisch, ich verstehe Englisch, deshalb habe ich mich vielleicht auch noch ein bisschen besser zurechtgefunden. Wenn jemand gar kein Englisch kann, dann ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber auch nicht viel. Worauf ich damit hinaus will, hier, dieses Gerät ist eigentlich firmwarefähig. Also man kann auf dieses Gerät Updates machen. Wir können das nicht, wir haben nirgends einen USB-Anschluss oder so. Aber ich weiß auch nicht genau, wie das funktionieren soll. Ob man das Gerät dem Händler einschicken muss, ziemlich sicher, dass die Händler dann diese Updates machen können. Also man könnte eventuelle Bugs, also Fehler, könnte man korrigieren. Man könnte neue Funktionen aufschalten. Man könnte mehr Leistung aufschalten. Das glaube ich nicht, dass ProVape das tun wird. Ich glaube nicht, dass sie über diese 20 Watt gehen. Werden, ist für mich auch nicht nötig, aber zum Beispiel eine Funktion wäre, dass man eine deutsche Menüführung integriert, oder eine französische oder eine chinesische, was weiß ich was, aber das wäre eine Möglichkeit, die grundsätzlich besteht, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Zukunft noch kommen wird. Also nur damit ihr das wisst, wie es im Detail abläuft, das weiß ich nicht. Nun, soll man sich dieses Gerät kaufen? Ihr müsst es selber entscheiden. Es ist ein sehr teures Gerät. Wir wissen es, Provari, auch die alten schon, haben immer zu den teuersten Geräten gehört. Und auch dieser hier. Ich habe unterschiedliche Preise gesehen. Ich habe mir das Gerät übrigens in der Schweiz gekauft, bei dampfzauber.ch. Da kostet es 300 Franken. Das sind umgerechnet 250 Euro. Also das wird so ungefähr der Richtpreis sein. Ja, das ist viel Geld für einen Akkuträger. Aber eben, ich habe niemals die zwei Provaris, die ich hier habe, ich habe den Kauf niemals bereut. Weil wenn ich rechne, was ich dafür ausgegeben habe, und wenn ich das runterrechne auf die fast vier Jahre, die ich die jetzt schon dampfe, dann kommt das eben in eine andere Relation. Also es ist wirklich so, es ist teuer, aber es ist halt eine tolle Qualität, die einem sehr, sehr lange Freude macht. Nun, beim PE3 wissen wir es noch nicht. Wir haben, oh, ich sage jetzt ein ganz böses Wort, wir haben noch keine Langzeiterfahrung. Wir wissen nicht, wie das in 4 Jahren ist. Das ist ein böses Wort. Aber im Ernst, wir wissen es natürlich nicht. Aber wer das Video von Phil Bissardo gesehen hat, wie er die ProVape-Fabrik besucht hat und wie die Qualitätssicherungen drin haben, und da weiß man einfach,
das ist Qualität, was die machen. Und ja, ich glaube denen das auch blind, weil ich eben diese zwei halt seit 4 Jahren völlig problemlos betreibe. Und ja, dann würde ich schon sagen, wer billig kauft, kauft zweimal oder dreimal oder viermal. Bei einem Gerät von ProVape weiß man, was man hat. Aber eben, sicherlich nicht für jeden geeignet. Jeder hat eine andere Budgetsituation. Jeder setzt andere Prioritäten. Für mich ist es das auf jeden Fall wert. Und ich freue mich sehr, dass ich diesen neuen Provari P3 habe. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ja, sonst mache ich euch einen Einblender oder ich schreibe es noch irgendwo drunter oder wie auch immer. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.